Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Zerox. Und heute kommen wir zu einem neuen Game, und zwar Clicking Simulator. Und zwar ist dieses Game auch aus Ich bewerte oder ich teste eure Spiele. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die letzten Spiele als Videoformat zu machen. Das bedeutet, ich versuche jetzt täglich wirklich auch die Games rauszubringen oder besser gesagt zu zeigen. Heute kommt eins, morgen kommt eins und so weiter und so fort, damit es alles ganz schnell geht. Eine Sache noch dazu. Wir werden dabei bleiben. Es wird am Sonntag jetzt wahrscheinlich auch wieder kein Stream geben, weil ich momentan noch andere Sachen zu Hause zu tun habe. Wir sind ein bisschen auch am Renovieren bei meinem Neffen im Zimmer und aus diesem Grund wird da wahrscheinlich auch kein Stream kommen. Jetzt sind wir aber hier drin und es sieht vom Design her schon mal nicht schlecht aus. Also muss man einfach so sagen, wie es ist. Es sieht ja vom Design schon mal nicht schlecht aus. Hier gibt es einen Rebirth-Shop. Ist, denke ich mal, ganz klar, wie das funktioniert. Und ja, wir klicken einfach mal ein bisschen rum, aber bis dato habe ich noch keine Ex gesehen oder Pets. Wo gibt's die denn hier? Ich bin, glaube ich, ein bisschen blind oder so. Ich weiß einfach nicht, wo die sein sollen. Und was mir schon mal hier dran gefällt, muss ich auch schon mal so sagen, ist dieses Weihnachtliche. Also es hat so ein weihnachtliches Design und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ich frage mich aber, wo hier die Ex sind, weil normalerweise müssten hier Ex sein, aber irgendwie nix. Vielleicht da vorne durchs Portal? Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe hier jetzt keine Ex. Und hier solche Gräser würde ich auf Cankelite stellen, dass man da durchlaufen kann. Auch nochmal so ein Tipp von mir. Und warum mache ich das jetzt eigentlich in diesem Format? Das will ich nochmal ganz kurz gesagt haben. Erstens ja wegen dem Renovieren. Und als zweites will ich das mal durchmachen, ne? Also, dass wir damit schon mal fertig sind. Und für nächstes Jahr gehe ich es genauso an wie jetzt auch. Bedeutet, wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr einmal in der Woche die Spiele testen, die reinkommen, und werde das dann wirklich die komplette Woche lang aufnehmen. Heißt, da wird dann nicht immer ein Stream kommen, vielleicht mal spontan, aber ich will mir da jetzt nichts mehr offen halten oder sonstiges. Ich will wieder irgendwie so teilweise Daily Uploads bringen. Und mit diesem Format, ich teste eure Spiele, kann ich das sehr gut in einem Video verpacken, was natürlich auch für viele Leute dann ein bisschen praktischer ist. Warum? Weil man dann die Links auch unten in der Videobeschreibung findet für die Leute oder für die Spiele, die ich getestet habe, wodurch vielleicht auch Leute ein paar Spiele reinbekommen. Und das würde mich halt auch sehr freuen. Ich gehe einfach mal hier hin und versuche mich mal zu teleportieren. Okay, ich brauche Rebirths ab. Wo kriege ich denn jetzt hier Pets her? Das Erste, was wir machen, ist erstmal den Autoklicker zu aktivieren, dass wir schön Klicks farmen können, während wir die Ex suchen, weil irgendwie finde ich die Ex nicht. Wo sollen die denn hier sein? Also ist schon sehr, sehr komisch irgendwie. Weil irgendwie sollten die Ex ja immer direkt am Anfang irgendwo sein. Was ist denn das Gelbe da vorne? Kann man das aufheben? Was ist das? War das vielleicht mal... Ist jetzt nur so eine Annahme, ne? War das aber vielleicht mal hier oben so ein Stern auf der Spitze? Das kann, glaube ich, gut möglich sein, dass das mal ein Stern war. Genau wie da drüben auch. Hier. Da sieht man einen Stern und hier sieht man einen Stern. Ja, hier war der wahrscheinlich nicht geankert bei dem Baum. Wir gehen weiter auf die Suche nach den Eiern. Ich weiß halt nicht, wo das hier sein soll. Ich weiß es einfach nicht. Ab wann können wir eigentlich rebirthen? Oh, wir können schon rebirthen. Alles klar, schön, dann machen wir das natürlich. Und wir klicken weiter. Kriegen wir denn jetzt auch? Ne, wir kriegen nicht mehr. Wir gehen mal eben hier durchs Portal. Da kommen wir durch. Okay, das ist ja schon mal gut. Spawn. Ah, hier kriegen wir ein Egg. Alles klar, schon 25.000 Klicks. Kriegen wir denn hier noch ein anderes Egg irgendwo? Wäre halt schon nice, wenn wir irgendwo ein anderes noch herbekommen. Ach, da. Common Egg. Warum übersehe ich das denn? Also wirklich. Das hier ist der super Klick. Okay, dann gehen wir nochmal hier drauf und dann warten wir mal, bis wir 500 bis 1000 haben. Und dann öffnen wir mal 2, 3 Eier davon. So, jetzt haben wir mal 1000 Klicks oder, ja, nennt man das 1000 Klicks? 1000 Klicks haben wir jetzt gesammelt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal 2 Eggs auf. Einmal kriegen wir natürlich einen Common raus mit 40% und dann kriegen wir nochmal ein Uncommon raus. Ist ja schon mal nicht schlecht. 29%. Die können wir uns natürlich auch direkt mal anlegen. So, Equip und Equip. 5 Stück können wir gleichzeitig anlegen. Wo ist denn mein Hund? Hallo, ach da. Da bist du, hallo, grüß dich. Das hier dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ich drücke mal eben ganz kurz drauf. Okay, jetzt kriegen wir schon ein bisschen mehr Klicks. Das ist sehr, sehr gut. Weil ich dachte mir eher, dass es eigentlich ja so ist, dass man auch mit Rebirths, so gesagt, extra so einen Multiplier bekommt. Aber irgendwie scheint das hier nicht zu funktionieren. Naja, wir klicken nochmal ein bisschen drauf rum. Ich denke mal, damit kriegen wir nochmal ein bisschen was zusammen an Klicks. Und allgemein, wir wollen uns das Spiel ja auch ein bisschen angucken, ne?
Aber ich würde auch mal sagen, wir gehen mal ganz kurz zum Portal. Wo hatten wir das denn da vorne? Also, eine Sache, was ich schon mal ändern würde, wären die Ex aus dem Haus rauszunehmen und die irgendwo hier draußen hin zu platzieren. Weil hier hat man ja sehr viel Platz und man muss nicht lange suchen nach den Ex. Zumal ich weiß halt nicht, ob da jetzt eine Collision bei ist, also bei den Charakteren. Und wenn das da drin in so einem kleinen Raum passiert, ganz kritisch, ganz, ganz kritisch. So, wir gucken uns mal an, ob wir hier rein können jetzt. Wir können jetzt in die Rebirth-Welt. Alles klärchen. So, was haben wir denn hier? Okay, da kommen wir zurück zum Spawn. Das ist ganz klar. Da unten blinkt irgendwie ein krasses Portal. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal zu einer anderen Area. Das kann gut möglich sein. Ah, da brauchen wir aber einige Rebirths. Ja, wir sind erst bei 2 Rebirths. Und das wird ja, denke ich mal, doch noch ein bisschen länger dauern. Es sei denn, wir können in den Rebirth-Shop noch andere Dinger kaufen. Ich gehe mal eben nachgucken. So, da ist der Rebirth-Shop. Und da gehen wir jetzt mal nachschauen, ob wir da vielleicht ein bisschen unsere Rebirths erhöhen können. Ja, da ist es doch. Oh, da brauchen wir nochmal ein Rebirth. Einmal rebirthen. Und dann gehen wir hier rein und kaufen diesen einmal. Zack. Und welche können wir jetzt mal 501. Das bedeutet, jetzt können wir hier durchklicken und können erstmal ein bisschen rebirthen, weil wir brauchen ja eh die Gems. Also von daher nicht so schlimm. So, was können wir uns jetzt holen? Können wir uns nochmal... nee, noch einmal müssen wir noch machen. Dann machen wir das natürlich. Nochmal gerebirthed. Und dann holen wir uns noch den dritten. Und ich denke mal hier so, more Klicks ist gar nicht mal schlecht. Würde ich, glaube ich, gleich mal machen. Jetzt sammeln wir erstmal bis 2500, würde ich sagen. So, und wir können den nächsten Rebirth hier machen. Sagen wir mal bis 52.000 sammeln, aber ich glaube, das würde lange dauern, ne? Ich glaube, wir öffnen nochmal 3 Eggs, weil dann kriegen wir ja nochmal den Boost, dass wir noch ein paar Klicks dazu bekommen. Und ich denke mal, dann wird das Rebirth noch ein bisschen einfacher sein. Ja, nochmal ein Kommen. Ein Ankommen, so wie eben. Nochmal ein Ankommen, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ein Kommen und dann kriegen wir hier nochmal ein Ankommen raus. Alles gleich, wir kriegen nur Ankommen und Kommen raus. Gut, dann ist es halt so. Dann würde ich sagen, machen wir Unquip All. Den equippen wir. Den ja ebenso. Den auch. Diesen und diesen hier. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie bekommen die Pets denn Level? Achso, einfach durchs Klicken wahrscheinlich. Sieht man hier oben am Balken alles klatschen. Dann klicken wir mal ein bisschen. Und wir kriegen schon enorm, also nicht enorm viel, aber wir kriegen schon recht viel Klicks dazu. Und wir warten jetzt einfach mal bis 51.000. Und schon haben wir die 51.000 voll. Was steht denn da über unserem? Achso, wir sind ein Noob. Alles klärchen, Dankeschön. Danke, ich weiß, dass ich ein Noob bin. Vielen lieben Dank. Drückt das Messer noch in die Wunde rein. Oh, muss ich da wirklich die ganze Zeit drauf drücken? Kann man hier nicht Max drücken? Achso, mehr geht nicht. Hä, wie viele haben wir denn gerade? Ach, wir haben noch gar nicht gerebirthed. Ach Gott, ich bin ja so durch. Ach, 52.000 brauchen wir. Alles klar, dann machen wir das. Dann packen wir hier, denke ich mal, ein paar Dinger rein. Ja. Doch, ich denke mal, so reicht das. Und dann gehen wir hier noch zweimal drauf. Und dann würde ich sagen, ab geht die Party. Wie viele brauchen wir? Wir brauchen 15 Millionen. Dauert ein bisschen lange, glaube ich, die 15 Millionen zu holen. Aber die 779.000, die schaffen wir ganz locker. Und das werden wir jetzt auch noch machen. Da haben wir auch schon die Summe zusammen. Na gut, 10.000 wieder mehr. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir drücken drauf und haben jetzt 206.000 der guten Diamanten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal hier rein und kaufen uns hier definitiv mal ein bisschen, dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Aber es hängt ein bisschen hinterher, wenn ich da drauf drücke. So, mehr können wir gerade nicht kaufen. Wir kaufen hier noch mal ein bisschen mehr Klicks. Ja, der Superklick, der bringt uns schon einiges ein. Wie sieht es jetzt hier aus mit den Klicks? Ja, hat sich jetzt nicht viel dran getan. Ich denke mal, das liegt aber auch teilweise an den günstigen Pets oder an den billigen Pets. Weil das sind jetzt keine super Pets. Und wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen schneller unterwegs, was sehr, 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 sehr gut ist. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt schon genug gesehen.
Ich will versuchen, mal die Videos so ungefähr auf 10 Minuten, so ungefähr 10 Minuten zu halten. Also baut nicht zu viel rein, was ich mir alles angucken könnte. Natürlich werde ich vielleicht mal dann zu irgendwelchen Updates nochmal dazu ein Video bringen. Momentan ist es aber eher so, dass ich dann alle Spiele erstmal durchgehe und so weiter und so fort. Und ich hoffe, euch gefällt das Format jetzt auch, weil schlecht ist es ja jetzt nicht, weil ich halt die Zeit nicht großartig habe, vor allem sonntags nicht. Dann lasse ich mir lieber sonntags so als Ruhetag, dann kommt da halt nochmal ein Video. Wenn ich mal streame, dann streame ich wirklich spontan, das heißt ohne irgendwie eine Ankündigung, vielleicht mal im Community-Tab, wo ihr gerne auch mal vorbeigucken könnt, weil da packe ich manchmal ein paar News rein. So wie natürlich auch die Roblox-News werden auch irgendwann wieder kommen, wenn es neue News zu Roblox gibt, die werde ich natürlich auch noch aufnehmen und dann einfach online stellen, sobald, ja, da habe ich auch keinen festen Plan. Ich stelle die einfach spontan online, wenn ich dazu Lust habe und wenn es natürlich News dazu gibt, die ich raushauen könnte. Das war's mit der ersten Folge. Ich teste eure Spiele und morgen kommt dann schon das nächste Video und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, bis demnächst, euer Zerox. Ciao, ciao. Und wie immer, der Link ist unten in der Videobeschreibung zu dem Spiel. Ciao, ciao.